Herzlich willkommen zu diesem Enneagramm-Video. Mein Name ist Detlef Rathmeyer. Ich bin Enneagramm-Experte, Heilpraktiker mit dem Schwerpunkt Homöopathie. Führe seit dem Jahre 2000 eine homöopathisch ausgerichtete Naturheilpraxis im schönen Billerbeck nahe Münster in Nordrhein-Westfalen. Nutze dort unter anderem das Enneagramm als hochwirksames Tool, als zentrales Werkzeug zur homöopathischen Therapie meiner Patienten. In meinem Video Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Enneagramm-Typen 1 und 5 erwähnte ich den Begriff Rückzugstypen im Zusammenhang mit Typ 5. Daraufhin bekam ich einige Zuschriften per E-Mail mit der Frage, was denn dieser Begriff Rückzugstypen genau bedeutet. Klingt ja interessant. Nun, dazu eignet sich eben mein Enneagramm-Lexikon, denn dort kann man gezielt unter dem Begriff Rückzug, Neigung zum nachschlagen und erfährt, dass es sich dabei um die Typen 4, 5 und 9 handelt, die besonders stark zum Rückzug neigen. Interessant ist in diesem Zusammenhang ebenfalls, dass dieselben Typen, die auch unter dem Stichwort Depressionsdreieck zu finden sind. Denn die Enneagramm-Typen 4, 5 und 9 reagieren oft durch entziehenden Rückzug von der Umwelt, indem sie sich von anderen Menschen abkehren. Jeder natürlich wieder aufgrund seiner ihm innewohnenden, unbewussten, intrinsischen Motivation auf seine spezifische Art und Weise. Deswegen werden sie auch als sogenannte Abkehrtypen des Enneagramms bezeichnet, die häufiger und heftiger als andere zu Depressionen neigen. Denn sie tendieren in ihren sämtlichen Lebensreaktionen allgemein zum intensiven Rückzug von der äußeren Welt. Auch diesen Begriff der Abkehrtypen finden wir dann an der entsprechenden Stelle in Rathmeyers Enneagramm-Lexikon von A bis Z. Nun, wenn ein Patient in die Praxis kommt und berichtet, dass er unter Depressionen leide, dann kann man natürlich nicht einfach sagen, hurra, Depressionsdreieck, ein Rückzugstyp, ganz klar, Abkehrtyp 4, 5, 9, da müssen wir jetzt nur noch ein bisschen differenzieren, 10 Minuten, dann kommt der nächste Patient. So leicht geht es leider nicht. Das wäre schön. Man muss sich immer klar machen, tendenziell können alle neun Enneagrammtypen, also die ganze Menschheit, kann an Depressionen erkranken. Aber doch gibt es gewisse Häufungen, Tendenzen. Und da ist es so, dass diese Typen ja, in besonderer Weise anfällig sind, 4, 5 und 9, zu Depressionen. Es gibt ja auch die unterschiedlichsten Depressionen. Die medizinisch Bewanderten unter Ihnen, die wissen das ja auch. So, ich trinke jetzt mal einen Schluck Kaffee. Ich habe mir extra noch einen Kaffee gekocht, einen heißen, damit ich nicht so schnell einen Frosch im Hals spüre und damit Sie auch sehen, dass ich ein Mensch aus Fleisch und Blut bin mit ganz normalen Bedürfnissen, wie jeder auch. Heute geht es um die Differenzierung zwischen Typ 1 und Typ 6 des Enneagramms. Wie kommt man bei diesen Typen überhaupt darauf, dass es Verwechslungen geben könnte? Dazu ist es hilfreich, sich anzuschauen, welche Gemeinsamkeiten Typ 1 und Typ 6 miteinander haben. Und ich schaue mal wieder ins Lexikon, Seite 97. Da finden wir Gemeinsamkeiten Typ 1 und Typ 6. Beide Typen können sehr wachsam, ängstlich und besorgt sein und tendieren dazu, den Dingen auf den Grund zu gehen. So. Typ 1 und Typ 6 werden in der Tat regelmäßig und häufig in der Praxis der Typisierung nach dem Enneagramm miteinander verwechselt. Das hat vornehmlich mit den sogenannten Untertypen oder Subtypen genannt zu tun. Im Englischen spricht man hier auch von Subtypes. Denn es gibt, wie ich auch schon in einem früheren Video erwähnt hatte, den sogenannten selbsterhaltenen Untertyp der 1, der beschrieben wird mit der Überschrift sich Sorgen machen. Dieser Subtyp der 1 mit zwischenmenschlich eher warmer Ausstrahlung
kann also in seinem Verhalten, also auf der reinen Verhaltensebene, der die tiefere Motivationsebene eines Menschen zugrunde liegt, schnell mit Typ 6 verwechselt werden. Vor allem dort mit dem sogenannten selbsterhaltenden Untertypen der 6. Der ja, einigen wird es bekannt sein, als warmer Familienmensch bezeichnet wird, der sich eben auch viele Sorgen macht um seine Angehörigen. Die intrinsische Motivation der beiden, also der Grund, ist aber dennoch sehr unterschiedlich. Typ 1 handelt aus seinem Drang, die Dinge vollkommener zu gestalten, perfekter zu machen, korrekter. Typ 6 handelt unbewusst aus der Leidenschaft der Angst heraus, die sich entweder in einem Streben nach Sicherheit oder dem Ausdruck des Kampfes manifestiert. Typ 1 macht sich Sorgen, weil er alles unbedingt korrekt und perfekt machen möchte. Und er hat Angst, seine Dinge nicht ganz hundertprozentig zu schaffen. Er muss die Dinge alle möglichst unter Kontrolle haben und halten. Wenn er aber genau weiß, wie er die Dinge gut machen und kontrollieren kann, dann sorgt er sich plötzlich gar nicht mehr. Bei Typ 6 ist das etwas anders. Dieser sorgt sich in aller Regel vor, bei und auch noch nach einem Ereignis des Lebens. Während Typ 1 alles richtig machen möchte, befürchtet Typ 6 tendenziell, dass alles daneben gehen könnte, dass die Situation schlimmer werden könnte unter Umständen, dass die Dinge bestimmt nicht funktionieren werden unter Umständen und so weiter. Da kommt die Angst, da spürt man die Angst. Der Typ 6 ist da ähnlich wie Typ 4 manchmal ein Schwarzseher. Manchmal. Typ 1 hingegen ist da deutlich souveräner in seinem Ausdruck und selbstbewusster unterwegs. So, noch einen kleinen Schluck. Kaffee sollte ja heiß getrunken werden. Wir sehen hier einmal wieder sehr schön deutlich, dass es eben nicht ausreicht, das Verhaltens- oder Handlungsmuster eines Menschen allein zur Grundlage der Typisierung nach dem Enneagramm zu machen, was häufig ein Fehler ist. Man macht das unbewusst, denkt man, ach, guck mal, der typisch, der Typ. So leicht ist es halt nicht. Deswegen mache ich ja auch diese Videos, um da genau das zu differenzieren. Sondern immer muss man die tiefere, in aller Regel unbewusste Motivation des Menschen herausgefunden haben, um korrekte Typisierungen zu erzielen. Das ist wiederum manchmal ganz leicht und einfach, manchmal aber auch eine große Kunst, je nach Einzelfall. Für den betroffenen Enneagrammtyp, der sich selbst erkennen möchte, kann dieser Selbsterkenntnisweg Tage, Wochen, Monate oder auch viele Jahre dauern. Oft kommt es auch zwischen dem sogenannten sozialen Untertyp der 1 und dem sozialen Untertyp der 6 zu Verwechslungen. Denn der soziale 1er hat das Thema Nicht-Anpassung und orientiert sich dabei natürlich auch an Normen, Regeln und Gesetzen. Der soziale 6er das Thema Pflicht. Beide orientieren sich also an Regeln, wobei Typ 1 bereits alle Regeln in sich trägt, sozusagen schon lange verinnerlicht hat. Also keine Veranlassung sieht, im Außen nach Normen, Geboten oder Verboten zu suchen. Während Typ 6 sich in seiner inneren Unsicherheit vermehrt an äußeren Regeln orientieren muss. Weil er ansonsten die Gefahr sieht, in Schwierigkeiten zu kommen. So, der Kaffee schmeckt wirklich gut heute. Gut, es geht weiter. Und so ist es auch im Rahmen einer homöopathischen Erstanamnese nach den Grundsätzen der Enneagramm-Homöopathie nicht immer ganz so einfach, Typ 1 und Typ 6 auseinanderzuhalten. Zum Glück gibt es aber auch hier wieder im Wesentlichen 3 hilfreiche Fragen, die eine Differenzierung dieser beiden Typen deutlich erleichtert. Frage Nummer 1. Wenn du dir zukünftig etwas vornimmst, Handlungen, Unternehmungen, planst, kommt der Impuls mehr aus dem Bauch heraus, dem Instinkt heraus oder mehr aus dem Kopf, aus dem Verstand heraus? Typ 1 reagiert
auf diese Frage meistens recht spontan und man erkennt dann schon an dieser Reaktion aus dem Bauch heraus, dass er eben genau darauf auch primär, also daraus auch primär handelt. Seine Antworten sind in aller Regel dann weniger komplex und sehr deutlich und akzentuiert auf den Punkt gebracht. Stellt man hingegen Typ 6 dieselbe Frage, dann spürt man oft schon vor der Antwort, dass dieser sich zunächst eine gute Antwort verstandesmäßig zurechtlegt in seinem Kopf. Das merkt man dann zum Beispiel an den lebhaften, lebendigen Augenbewegungen. Die sind dann ganz schnell hin und her, gehen die Augen, hinter denen man die starke mentale Aktivität erkennen kann. Die Antworten von Typ 6 berücksichtigen in aller Regel sämtliche Eventualitäten und fallen dementsprechend sehr komplex aus. Frage Nummer 2. Zielt ab auf die Konsequenzen, wenn man die Dinge nicht richtig macht. Hast du eher Angst, Angelegenheiten des Lebens an sich nicht richtig zu machen? Typ 1. Oder hast du eher Angst davor, was alles passieren könnte, vor allem durch Dinge, die von außen auf dich zukommen könnten, durch Autoritätspersonen, durch Angehörige, durch sonstige Menschen und Situationen und so weiter, wenn du die Dinge nicht richtig machst? Das wäre der Typ 6. Dabei tendiert Typ 1, wenn die Dinge nicht so wie geplant laufen, mehr zu Selbstbeschuldigungen. Da richtet Typ 1 dann seine innere Leidenschaft des Zorns gegen sich selbst und wird wütend auf sich, oder aber er richtet seinen heiligen Zorn auf andere in Form von Schuldzuweisungen oder Vorwürfen. Der Typ 6, der reagiert in solchen Fällen eher ängstlich, zurückhaltend, denn seine Leidenschaft im Innersten ist ja die Angst. Die Sechser machen sich dann eher sofort wieder Sorgen um die anderen, um sich selbst und geben im Zweifel mehr sich selbst die Schuld für etwas, was schiefgelaufen ist. So, dann geht's weiter. Gibt es, das wäre die nächste Frage, gibt es den richtigen Weg für dich? Also gibt es den richtigen Weg für dich? Nun, gibt es also in den meisten Fällen einen oder nur sehr wenige bestimmte richtige Wege, um etwas zu gestalten? Typ 1. Oder bist du der Auffassung, dass es fast immer verschiedene, unterschiedliche Wege und Möglichkeiten gibt, und jeder von diesen Möglichkeiten oder also jede von diesen Möglichkeiten, jeder von diesen Wegen immer auch gewisse Vor- und Nachteile in sich birgt? Das wäre eher der Typ 6 mit dieser Haltung. Diese Frage sollte natürlich ehrlich beantwortet werden. Denn natürlich sagt ein gebildeter Mensch heutzutage schnell, dass er natürlich immer viele Wege in Erwägung zieht. Dennoch, wenn der Mensch oder Patient ehrlich auf diese Frage antwortet, erkennt man schon den Tenor der inneren Motivation, wenn man gut aufpasst. Dann kann es natürlich sein, dass auch Typ 6 mehrere Wege sieht. Also, es kommt schon mal vor, dass auch Typ 1 mehrere Wege sieht. Allerdings kommt es dann darauf an, dass er eben trotzdem meistens der Meinung ist, dass es unter allen möglichen Wegen einen richtigen gibt, zu dem er sich als Bauchtyp auch recht schnell durchringen kann. Typ 6 hingegen wird sich nicht so auf einen, wenn auch richtig erscheinenden Weg festlegen wollen, kennt immer noch gute Alternativen und wägt die Vor- und Nachteile verschiedener Wege viel mehr und sehr genau miteinander ab, ohne sich allzu schnell konkret für nur einen oder gar einen richtigen Weg zu entscheiden. Ja, das waren die drei Grundfragen bei der Differenzierung zwischen Typ 1 und Typ 6. Im Moment ist ja im Rahmen also der Fußball-WM
ist mir aufgefallen, dass womöglich viele von den Schiedsrichtern bzw. Linienrichtern Angehörige von Typ 1 sein könnten. Natürlich kann man das, wie wir gesehen haben, nicht nur am äußeren Verhalten festmachen, aber viele Indizien sprechen oft eine allzu deutliche Sprache. Wenn Linienrichter, seit einigen Jahren nennt man sie ja Schiedsrichterassistenten, dann zum Beispiel ihre schöne Fahne schwingen mit dieser typischen Bestimmtheit. Sie kennen das, diese Bestimmtheit, die fast schon an Rechthaberei grenzt, wenn man dabei die Gestik und Mimik studiert, kann man durchaus zu vorschnellen Typisierungen neigen. Aber da sollten wir uns verhüten. Diese Assistenten des Hauptschiedsrichters müssen übrigens für ihre Tätigkeit sogar eine komplette Schiedsrichterausbildung absolvieren. Nun, ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass sie innerpsychisch überdurchschnittlich häufig dem Abwehrmechanismus des Enneagramm Typs 1 entsprechen. Ein Typ 6 wäre aufgrund seiner eher ängstlichen oder zumindest zweifelnden Natur dazu weniger in der Lage. Wie man sich sicher vorstellen kann, abgesehen natürlich von dem sogenannten Kontratyp der 6, dem sexuellen Untertyp der 6, auch der Kämpfer genannt. Aber das würde nun an dieser Stelle zu weit führen und den Rahmen sprengen. Jedenfalls sollte man die armen Schiedsrichter oder ihre Assistenten nicht zu sehr verurteilen, vorschnell oder kritisieren, denn sie haben ja immerhin diese besondere Eigenschaft, wenn sie dann wirklich Typ 1 sein sollten. Also bewusst, diese Eigenschaft bewusst zu leben oder im Laufe des Lebens eine Bewusstheit dafür zu entwickeln, warum auch immer, so, durch das Studium des Enneagramms, aber auch durch andere Dinge kann man natürlich bewusster werden im Leben, dann können diese Einsertypen eben durch ihre spezifische Motivation zum Segen für die Menschheit werden. Wir brauchen diese Schiedsrichter, die das auch sehr schnell aus dem Bauch heraus und gut und korrekt entscheiden. Das wäre der Fußball ohne diese genauen Menschen. An dieser Stelle erfüllen sie eine sinnvolle Funktion und werden zum Segen für die Menschheit. Also jetzt nicht nur die Schiedsrichter, sondern überhaupt der Typ 1, wenn er bewusst lebt. Sind sie allerdings weniger bewusst und leben ihre Enneagramm-Fixierung, wie das auch heißt, einseitig, unbewusst und automatisiert, dann kann jeder Typ des Enneagramms, auch natürlich Typ 1, zur Geißel, zum Fluch für seine Mitmenschen und die gesamte Menschheit allgemein werden. Bekannte Beispiele sehen wir täglich in den Medien. So, abschließend ein Blick ins Buch erleichtert manches. 54, da haben wir die Differenzierung zwischen Typ 1 und Typ 6. Während Typ 6, der loyale Skeptiker, voller Zweifel versucht herauszufinden, was alles schiefgehen und was im schlimmsten Fall passieren könnte, während er dabei immer anstrebt, ein Gefühl von Sicherheit und Verlässlichkeit zu bekommen, versucht der Typ 1, der sogenannte Perfektionist, durch kritisierendes Urteilen und Vergleichen herauszufinden, wie er Fehler verhindern und Dinge korrigieren kann, die falsch gelaufen sind. Der Weg von Typ 1 zielt insofern auf Klarheit und Klärung der Angelegenheiten und Situationen, während die zweifelnde und fragende Haltung von Typ 6 eine solche Klarheit eher blockiert oder verhindert. So, jetzt sind wir am Ende angekommen und ich möchte mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Thank you.